Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Wager. So, wir befinden uns immer noch im Krokka-Tunnel. Und ja, wir müssen ja weiter den Steinschlag beseitigen. Hier war noch ein Quapuzzi, das möchte ich mir gerne fangen. So. Ich glaube, der macht das jetzt dreimal, genau. Ups. So. Mit O. Quapuzzi attackiert mit Wasserstrahlen. Es attackiert mehrfach hintereinander. Brauchen wir eigentlich gar keins von. Oh, hier sind viele Zubat. So. Hier brauchen wir einen Tangela Merkel. Werde Zeuge der wuchtigen Geraden des Hariyama. Die wuchtigsten der Gegend. Hariyama Dojo. Okay, hier brauchen wir die Hariyama. Wie viele sind da? Hier ist einer. So, haben wir schon mal eins. So. Hariyama teilt eine Reihe harter Schläge aus, die alles zerschmettern können. So, dann schmeißen wir den raus. Das. Jo. So. Hier müssen noch zwei sein, genau. Der macht das noch drei einmal? Nee, doch nicht. So. Sechsundsiebzig. So, hier haben wir noch das letzte. Gut, dann haben wir alle drei. Aber ein Tangela scheint sie nicht zu geben, ne? Oder zumindest irgendwas, was mit was wir hier rüberziehen können. Hm. Werden wir mal gucken. Oder wollen wir die Knuffenser vielleicht? Mal schauen. Nö. Will nur. Wo. Hä? Hier sind zwei, genau. Boah, ist so viele Weberax, Alter. Nee. Thank you.
Nee. Scheiße. Ich will die Erfahrungspunkte jetzt haben. So. So. So, jetzt müssen wir aber definitiv speichern. Die wären nämlich ärgerlich, dass wir jetzt alles normal machen müssen. Mann, der Safe Point, da müsste ich hier weiter hinten sein. Genau. Hey. So, jetzt. So, mit O. So. Achso, ich habe euch noch ja nicht die Karte jetzt gezeigt, wo Sommerling liegt, ne? Hier unten, der rote S. Olivendschungel ist dann da rechts neben. Ja, genau. Jetzt muss ich erstmal gucken. Achso. Genau. Die Frage ist, brauchen wir jetzt noch mehr Hariyama? Nee. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass die Power-Bande in Krokatung gesehen wurde. Bin schon auf dem Weg. Sobald du fertig bist, treffen wir uns in den Trickstatue beim Ausgang in Richtung Ringstadt. Mir reicht es jetzt endgültig. Hier gibt es kein legendäres Pokémon. Außerdem sind meine großen Brüder schon abgehauen. Und unsere Rübe kann euch wohl nicht Paroli bieten. Dann muss ich es wohl selbst in die Hand nehmen. Hier kommt der Star des Abends. Kamerupt, es wird Zeit für unseren Auftritt. Warst du nicht überrascht, meinen Kamerupt zu sehen, als ich anfing, auf der Violine zu spielen? Das ist kein gewöhnliches Instrument, es ist ein Instrument der artiger Funkom, den unser Boss extra für das Power Quadrat gebaut hat. Für diesen Funkom benötigt man auch nicht euren selbstgefälligen Gerechtigkeitssinn. Dieser Funkom kontrolliert die Pokémon über Musikalität, Rhythmusgefühl und solche Sachen. Ups, das waren vielleicht einige Informationen zu viel. Ich bin jedenfalls bereit, aber du... Da du ja in jedem Fall verlieren wirst, darfst du dich in Ruhe auf den Kampf vorbereiten. Solltest du auch bereit sein, können wir natürlich auch gerne sofort beginnen. Los, Kamerad, mach den Ranger ein bisschen Feuer unter seinem Hintern. Du. So. Kamerupt schießt Magma aus seinen Höckern. Es kann alles in Brand setzen. Aua, du bist wirklich gut. Wieso schließt du dich uns nicht an? Da kommt jemand. Es gibt Ärger, richtig viel Ärger. Ein Ausnahmeranger erschien plötzlich und hat uns alle in Rekordzeit aus dem Weg gefegt. Ihr Trottel, zuerst werdet ihr von diesem Ranger besiegt und dann noch einmal von einem anderen? Ein dritter Kampf wird wohl kein besseres Ergebnis einbringen. Das heißt dann also, und tschüss. Es scheint, als hätte sich die Power-Rock-Bande zurückgezogen. Du sagst, sie haben nach einem legendären Pokémon gesucht? Wozu nur? Du hast in jedem Fall diese Mission erfolgreich absolviert. Lass uns nach Ringstadt zurückkehren.
Hallo Dusty, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Falls du nach Ringstand unterwegs bist, werde ich dich begleiten. Dabei kannst du mir auch gleich erzählen, was du in der Zwischenzeit erlebt hast, Dusty. Juhu! Dank dir ist der Krokertunnel wieder passierbar. Du hast die Aufgabe erledigt und dich dabei auch nicht von der Power-Rock-Bahn beirren lassen. Ich befördere dich hiermit zu Ranger Rang 6, Dusty. Dusty wurde zu Ranger Rang 6 befördert. Du kannst zu Pogo-Steigen der Gruppe Flug verwenden. Nach den ganzen Ärger mit der Power-Rock-Bande tut es gut, wieder zu Hause zu sein. Das ist dein erster Aufenthalt in Ringstadt seit einer ganzen Weile. Du solltest dich ein bisschen ausruhen, aber halte dich trotzdem bereit und bleibe in Ringstadt. Es kann jederzeit passieren, dass ich dich für eine Mission benötige. Okay, können wir mal speichern. So. Liegt es daran, dass du etwas Farbe bekommen hast? Du wirkst robuster und entschlossener, Dusty. So. Ja, was machen wir jetzt? Das können wir ein bisschen chillen. Ein alter Mann wanderte durch den Fliederwald. Ich frage mich, ob er in Ordnung war. Er murmelte vor sich hin und ging in Richtung des dunkleren Teils des Fliederwaldes. Was hat Spencer gesagt? Du sollst Ringstand nicht verlassen. Ja, Entschuldigung. Ja. Ja, Gurkensalat. Wie geht es, Dusty? Man hört ja in letzter Zeit viel Positives von dir. Wenn es nach mir ginge, könntest du schon jetzt mit den Tragungen am Bus reißen. Aber du hast immer noch keine Erlaubnis des Anführers, oder? Regeln sind Regeln, da kann man nichts machen. Und gerade diese Regel wird sehr streng eingehalten. Aber du bist nah dran. Also gib nicht auf. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Das Imitak unseres Anführers und das Flinkmann von Moritz. Sie geben eine komische Kombination ab. Nichtsdestotrotz verstehen sie sich ausgesprochen gut. Ja, was machen wir jetzt so? So. Ja. Gehen wir einfach hier mal noch ein bisschen durch. Oh, hallo Dusty, komm doch herein, fühle dich ganz wie zu Hause. Oh, du bist ja schon drin. Übrigens, Dusty, ich habe gehört, dass du den Steinschlag im Krokertunnel aus dem Weg geräumt hast. Jeder in der Stadt war überglücklich, als wir die Neuigkeit hörten. Wir sind dir alle sehr dankbar. Hast du die Neuigkeiten schon gehört? Man kann ab heute die Fangprüfung absolvieren. Es ist nur ein kurzes Stück in Richtung Osten von Ringstadt aus. Ich dachte mir, das könnte dir gefallen, zumindest ist das eine Abwechslung. War ich zu neugierig? Piu, piu, piu. Die Power-Bande ist ein verachtenswerter Haufen. Sie versuchen, die Leute um den Finger zu wickeln, indem sie versprechen, Probleme zu lösen, die sie selbst verursacht haben. Und danach verlangen sie unglaublich viel Geld dafür. Außerdem fangen sie mit ihren komischen Fangkombs Pokémon und lassen sie dann für sich arbeiten. Ja, ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Power-Rock-Bande ein verachtenswerter Haufen ist. Der Name, welches Pokémon beginnt mit Pika? Kannst du es erraten? Pikachu, war das zu schwer? Wer sind diese schrecklichen Leute von dieser Power-Rock-Bande?
Sie pressen den Leuten das Geld aus der Tasche, indem sie mit ihrem Pokémon bedrohen. Zudem zwingen sie die Leute, ihren wertlosen Müll abzukaufen. Und sie haben diese Fähigkeit, sich den Augen der Ranger zu entziehen. Okay, die erzählen tatsächlich noch was anderes. FC Feldmann, FC MC Feldmann, MC Weber und MC Fischer sind Drillinge. Wusstest du das? Echt, du weißt das? Die sind wirklich Drillinge. Man sieht es ihnen aber nicht an. Das wusstest du wirklich alles? Hier waren wir schon. Was muss ich tun, um ein Ranger zu werden? Irgendwie habe ich keine Lust, Briefe an die Ranger-Basis zu schreiben. Das ist so anstrengend. Der Fliederwald ist ein Rückzugsgebiet für Pokémon. Solltest du keinen triftigen Grund haben, den Wald zu betreten, solltest du ihm fernbleiben. Viele können zudem kaum einschätzen, ob ein Pokémon sich bedroht fühlt und daraufhin vielleicht aggressiv reagiert. Willkommen in der Graslandprüfung. Der momentane Highscore liegt bei 5000 Punkten. Jo. Irgendwas müssen wir jetzt noch triggern. Waren wir hier schon drin? Achso, ja. Sollen wir uns wirklich eine Graslandprüfung jetzt? Der Flieger. Ja, gut. Vielleicht müssen wir mit dem Ranger da oben sprechen. Na gut. Müssen wir anscheinend wirklich. Zur Graslandprüfung gehen. Na gut, dann machen wir das mal. Hey, warte mal. Du kannst nicht rein, außer natürlich, du machst bei einer Fangprüfung mit. Lust auf das Dolo zu steigen und der Fangprüfung teilzunehmen? Und nicht vergessen, selbst wenn du von das darfst du die Pokerstein nicht verwenden. Kurz, schnell auf den Punkt. Gefällt mir. Geht das klar, dass ich dir die Regeln der Prüfung erkläre? Hier kommen die Regeln. Spring auf das Dolo, reite in der Ebene von Kisara und fange, was das Zeug hält. Für jedes Pokémon, das du fängst, werden die Punkte gut geschrieben. Für manche mehr, für manche weniger. Alle Punkte zusammen geben die Gesamtpunktzahl. Und je mehr Punkte, desto höher diese Chance. Das war schon alles. Um es mal ganz einfach zu sagen, hol den Rekord. Zwei Sachen sollst du aber beachten. Punkt 1, gefangene Punkte werden auf der Stelle wieder freigelassen. Punkt 2, nach 3 Minuten ist Schluss. Nicht mehr, nicht weniger. Keine Diskussion. Ist doch auch ganz einfach, oder? Alles verstanden? Hey Mann, das ist wichtig. Wenn du eine Prüfung abbrechen möchtest, drücke bitte Start. Klar? Wie sieht's aus? Bereit? Warte mal, Sekunde noch, das hätte ich fast verschlafen. Der derzeitige Rekordhalter ist Joel mit 5000 Punkten. Hol den Rekord, auf das Dolo aufsteigen und dann geht die Post ab, Herausforderer.
Okay. Los geht's. Ich habe schon mal einen Kill, ja? So. Aber schon mal 300. Wir haben einen Spoink. Gut. Spoink springt zumeist auf rhythmische Weise. Acht auf plötzliche hohe Sprünge. So, haben wir schon mal 1000. Ja, mein Flamli. Super. 1300. Hier haben wir ein Donphan. Super. Dolphin rollt sich zu einem Ball, wenn es angreift. Der Aufprall kann heftig sein. 2100. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Super. Sie Tower ist ein Ranger, schnaubt es vernehmbar oder attackiert mit den Hörnern. Super. Viertausendsechshundert. Komm, 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 komm. Ein Galuar. Super. Sehr schön. Haben wir sogar Rekorde geknackt. Konzentriert sich Galuar und schließt dabei seine Augen, erzeugt es zwei Klone. Komm, Habitat noch. Komm, komm, komm. Super. Sehr schön. Habitat erzeugt Windstöße, indem es mit einem kleinen Flügel schlägt. 5500. Wie ist denn mit dem Fang heute so gelaufen? Du willst unbedingt das Ergebnis hören, wie? Dann sehen wir uns das mal an. Das Ergebnis von Lasti. Die Gesamtpunktzahl angeschlossener Fänge beträgt 12 Pokémon. Und die Gesamtpunktzahl beträgt 5500 Punkte. Das war der absolute Hammer. Du hast Joels Rekord nicht nur gebrochen, du hast den alten Rekord wie eine Trainingsrunde aussehen lassen. Wie sieht's aus, Ranger? Willst du eine weitere Fangprüfung in Angriff nehmen? Kein Problem, verstehe ich. Die ganzen Strapazen der Prüfung rauben allen schon mal die Reserven. Komm mal wieder vorbei, sobald deine Batterien wieder aufgeladen sind. Man sieht sich. Okay.
So, jetzt muss er aber hier. Olle, olle, jetzt komm hier, komm. Spencer hat nach dir gesucht, dass sie. Ich wurde nach Sommerling beordert. Sollten wir uns dort treffen, können wir unsere Mission zusammen in Angriff nehmen. Oh, Dusty, du bist zurück. Ich habe eine Mission für dich. Es gibt Berichte über einen älteren Mitbürger, der sie tief im Fliederwald verirrt haben. Scheint. Ich möchte, dass du ihn findest und dann in Sicherheit bringst. Das ist das Ziel deiner Mission. Gut. Dann verabschiede ich mich für heute. Wir waren heute sehr, sehr erfolgreich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Ranger. Haut rein, Leute. Und ciao. Viel Spaß weiterhin.